Das große 12-Feet-12.000 Euro Gewinnspiel läuft auf Hochtouren. Und wir haben ein Riesenprodukt mit am Start. Julian, magst du ein paar Worte zu diesem hochpreisigen Produkt erzählen? Ja, das ist das zweiteuerste Produkt in unserem Gewinnspiel. Das PR-Bates 320er Schlauchboot. Ein Produkt, das ich selber sehr viel im Einsatz habe an den großen Seen, auch an den Flüssen, mit Benzinmotor, mit E-Motor zu betreiben oder natürlich auch ganz klassisch mit der Paddelei hier. Und es ist einfach ein Produkt, was einfach nicht fehlen darf in meiner Angelei. Was denkst du, sind die Vorteile von genau diesem Schlauchboot im Vergleich zu anderen Produkten, die es mittlerweile ja auch am Markt gibt? Ich will dazu sagen, hinsichtlich Schlauchboote habe ich schon eine tiefgründige Vergangenheit. Ich habe selber an der Entwicklung von Schlauchbooten gearbeitet. Ich kann sagen, dass dieses Schlauchboot vom besten chinesischen Hersteller kommt, was die Verarbeitungsqualität angeht. Man sieht das an den Anbauteilen, die sind alle doppelt verklebt. Das beruht auf der Vergangenheit, dass es damals Probleme gab, dass sich Anbauteile in zu heißer Sonne gelöst haben. Man sieht das auch sehr schön hier, ne? Dass das hier wirklich doppelt verklebt ist. Ja? Es kann hier nicht ausreißen oder so, weil einfach nochmal eine Lage Material oben drauf geklebt wurde. Genau, an sämtlichen Anbauteilen und ganz wichtig auch am Heckspiegel. Der Heckspiegel ist komplett abgedichtet gegen eindringendes Wasser. Da gab es früher auch immer Probleme, dass hier am Heckspiegel in die Verklebung Wasser eingedrungen ist. Das kann alles nicht mehr passieren. In dem Fall ist das hier sogar dreifach verklebt. Also bombenfest. Ein wichtiges Detail auch am Heckspiegel sind hier zwei zusätzliche Pads, also nicht nur der für die Motorenhalterung, sondern nochmal links und rechts daneben Schutzpads für das Anbringen von Echolotgeberstangen. Was ist im Lieferumfang enthalten? Ja, im Lieferumfang ganz klassisch, also natürlich eine Tasche, die man schön zuhren kann. Dann haben wir die Sitzbänke mit Sitzpolstern, wir haben eine Pumpe, wir haben ein Reparaturkit, alles das, was so Standard ist. Aber ein kleines wichtiges Detail ist dieses Fender Expander Kit mit dem Panikhaken hier. Ich will kurz erklären, wie man das einsetzt, denn viele wissen es vielleicht nicht. Also an dem unteren Ende hier, an dem fetten Karabiner, auch wichtig, hier sind hochqualitative Karabiner eingesetzt, nicht irgendwie diese günstigen Alu-Dinger. Hier bindet man quasi oder klingt einen Anker oder ein Gewicht ein. Im einfachsten Fall kann das ein Eimer sein, in den man Steine packt oder Sand. Oder Sand, ne? Genau. Und ich mache es immer so, ich versenke das dann ziemlich weit draußen, je nachdem wie tief das Gewässer natürlich ist. Im Idealfall treibt der Fender auf Spannung an dem Gewicht an der Wasseroberfläche. Stellt euch vor, hier ist die Wasserkante und so muss der dann da treiben. Und wenn ich jetzt mit dem Boot reingefahren komme zu meinem Spot, dann schnappe ich mir den Fender kurz und klinke hier über den Panikhaken das Boot vorne an der Bugöse ein. Und das hat zwei entscheidende Vorteile, oder? Zum einen natürlich, dass du viel schneller bei einem Biss rauskommst. Genau. Aber das hat auch einen Vorteil, auf den du sicherlich gleich nochmal eingehen wirst, nämlich schont auch ein bisschen das Material vom Boot, richtig? Richtig. Also warum macht man das überhaupt? Wenn das Boot am Ufer aufliegt und man hat Wasserbewegung, dann gibt es immer eine Scheuerung und dann beschädigt man ein Schlauchboot natürlich im vorderen Bereich, da wo es eben auf Steinen oder auch auf raffen Sand aufliegt oder auf Muscheln, wo auch immer. Deswegen ist es am schonendsten für ein Schlauchboot, das Boot im Wasser komplett zu befestigen, sodass es gar keinen Kontakt irgendwo hat. Und wenn ich jetzt einen Biss habe und mit einer Rute quasi zum Schlauchboot renne, kann ich ganz bequem mit einer anderen Hand, du kannst ja mal deinen Finger da vielleicht einklinken, so, ich brauche nur einmal ziehen, halt mal richtig gegen. Oh. So, und löse quasi mit einer Hand das Boot und kann direkt losstarten und dem Fisch entgegenfahren. Also das ist eine ganz tolle Sache. Ich mache es dann so oft, dass ich quasi also draußen dann den Bug einklinke und hinten mache ich noch einen Bankstick am Ufer fest, auch nochmal mit so einem Expander. Und den befestige ich dann hinten an so einer Schlaufe oder auch am Seitenseil. Und dann steht das Boot auf Spannung zwischen diesen beiden Verankerungen. Und so kann es dann auch nicht hin und her schlackern oder in die Ruten getrieben werden oder sonst was. Den wird es auch einzeln geben, oder? Also, oder gibt es den nur in Verbindung mit dem Boot? Das ist eine gute Frage. Da müssen wir mal den PR-Bets Online-Shop abchecken. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, das ist sicherlich auch ein Produkt, was interessant ist für jemanden, der jetzt kein PR-Bates-Boot hat und das im Lieferumfang enthalten definitiv hatte. Ne? Ja. Aber hier bei dem 320er ist es auf jeden Fall mit dabei. Haben wir uns super darüber gefreut, als wir das Paket aufgemacht Richtig. Haben. Vorteil gegenüber von normalen Bojen, man kann das ganze System natürlich auch mit einer normalen auftreibenden Boje herstellen, aber diesen Fender hier, da kann ich einfach die Luft rauslassen, der ist aus Schlauchbootmaterial gemacht mit einem Schlauchbootventil und kann den halt ganz, ganz klein in meiner Tasche irgendwo verstauen. Und ich kann sogar hergehen und den mit dem Mund quasi aufpusten, man braucht noch nicht mal eine Pumpe. Ich kann das einmal kurz zeigen, man drückt hier den Pin rein und schon ist das Ding wieder einsatzbereit.
super Teil auf jeden Fall. Lass uns vielleicht ganz kurz nochmal auf die Fahrstabilität eingehen, weil da gibt es auch noch ein Feature bei diesem Boot. Also ganz wichtig ist immer ein Luftkiel für die Fahrstabilität. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mal erlebt haben, ein Boot ohne Kiel. Wenn man da den Motor einschlägt beispielsweise, dann dauert es immer ein paar Sekunden, bis das Boot reagiert und dann so langsam sich irgendwie in die Kurve reinschiebt. Also das, da ist natürlich ein Luftkiel viel, viel besser und viel, viel manövrierungsstabiler. Mhm, genau. Zwei Sitzbänke sind mit am Start, die man auch hin und her schieben kann. Das heißt, wenn man vorne viel Tackle drin hat, kann man die eine rausnehmen, nur mit einer fahren. Sorgt natürlich auch noch für Stabilität. Ne? Genau, in der Regel habe ich nur eine Sitzbank dabei, muss ich ehrlich sagen. Man hat hier noch das schöne Polster, kann man auch abziehen, ist unten einfach mit einem Klett oder mit einer Öse verriegelt. Aber dennoch, man kann die Sitzbänke eben hin und her schieben und wenn man dann doch mal auf einem Fluss mit einem Außenborder mit der Familie rumballert, dann ist eine zweite Sitzbank echt interessant. Man muss dazu sagen, der Innenraum ist natürlich extra groß gewählt. Das heißt, beim Karpfenangeln ist es eigentlich nicht der Fall, dass wir schwere Bootsmotoren 10 PS und mehr benutzen. Das heißt, hinten braucht das Boot gar nicht so viel Auftrieb. Bei herkömmlichen Allround-Booten ist es so, der Heckspiegel, der sitzt viel, viel weiter hinten. Dadurch verliere ich natürlich in der Länge des Innenraumes, weil ganz einfach die Zapfen hinten für den Auftrieb, für die schweren Motoren besser sind und natürlich auch, um in Gleitfahrt zu kommen. Das alles brauchen wir hier nicht. Das heißt, wir haben hier eine maximale Länge ausgenutzt und den Heckspiegel maximal zurückgesetzt. Aber auch da, ich fahre das Teil auch mit einem 6 PS Benziner und komme damit ohne Probleme in Gleitfahrt. Sehr gut, Tackle passt auf jeden Fall auch reichlich rein, wenn man jetzt eine Sitzbank rausnimmt. Da hat man hinten noch genug Platz, um dann mit dem E-Motor zu fahren. Selbst wenn man paddeln muss, ja, auf Gewässern, wo man halt keine Motoren nutzen darf, ist hier noch reichlich Platz. Also, wem würdest du das Boot auf jeden Fall empfehlen? Auf jeden Fall die Leute, die regelmäßig an größeren Gewässern angeln, die regelmäßig in Urlaub fahren und da größere Gewässer befischen. Ganz wichtig auch für die Leute, die mit dem Boot moven müssen zum Angelplatz. Also hier kann ich wirklich sagen, mit meinen zwei Hunden und meiner Person da drin, plus Tackle und Baits für eine Woche, kann ich das richtig geil beladen und komme damit an jeden Spot, an den ich hin möchte. Gewicht, Transportmaß lässt sich gerade noch so, würde ich sagen, alleine handeln. Also ich mache es tatsächlich so, ich klappe das Boot hoch. Vielleicht können wir das einmal zeigen, dann muss ich aber auf die andere Seite. Ja, gehen wir auf die andere Seite, dann zeigen wir es einmal in der Praxis. Ich heb's ja einmal hoch. Genau. Ich drücke quasi, Moment, der Fender macht einen Abgang. Ich drücke quasi mit meiner Hand hier drunter und dann kann ich das Boot so schultern. Und natürlich für kleinere Wegstrecken kann ich das so also wirklich auch transportieren. Ne? Mhm. Ist nicht ganz einfach, aber machbar. Würde ich jetzt keinen Kilometer Tackle-Marsch mit hinlegen. Aber so vom Auto zum Wasser geht das schon ein paar Meter. Okay, das Boot verlosen wir in unserem großen 12.000 Euro Gewinnspiel. Julian, wer kann daran teilnehmen? Wer kann das Boot gewinnen? Und wer kann vielleicht mit diesem Boot im Herbst über den Duder oder einem der anderen französischen Seen fahren? Also wir blenden hier unten mal ein Datum ein. An diesem Datum werden wir 65 Gewinner in unserem 12.000 Euro Gewinnspiel ziehen. Und alle sind im Lostopf, die bei uns in der Pro-Plattform 12feet Pro Abonnent sind. Völlig egal, ob Jahresabonnent oder Monatsabonnent. Völlig egal, ob alter Abonnent oder jetzt neu dazugekommen. Das spielt keine Rolle. Was bleibt uns noch zu sagen? Ich würde sagen, viel Glück beim Gewinnspiel. Nehmt teil und zieht euch das Boot. Ich drücke euch die Daumen. Das ist ein richtig tolles Teil hier. Viel Spaß und viel Glück beim Gewinnen.